Nein! Da hätte ich ihn gehabt. Da hab ich ihn. Bam, noch ein Konterkill reingeknüllt, ey. Fuck, wieso? Warum? Weshalb? Das ist doof. Das dauert wieder hier alles. Ach so, ja, klar! Genau! Direkt entdeckt hier! Fickt euch! Könnt mir mal die Eier knutschen. Das ist doch scheiße. Hafenmeister ungesehen am. Das Ziel unbemerkt töten. Oh Mann. Klasse. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind. Ah, ich hab einen Plan. Oh. Du musst nach Hause. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Mann. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Dann sah so. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit. Nein! Falsches Ziel, du Idiot! Du verdammter kleiner Kackspaten! Ma, das darf doch nicht wahr sein! Greift er den nach vorne an, anstatt direkt den, der unter ihm steht? Ich krieg hier noch eine Krise. Oder ich hab schon eine. Oh, Gottes Willen, ey. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Ja. Was macht ihr hier? Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Da ist er. Konnte ich gleich vergessen. Ich überspringe eben das Laden wieder. So, und los geht's wieder mal. Die Unbelehrbaren sind, die nichts mehr zu essen bekommen. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Ich sah sie als Schutzherren an. Aber das war bevor der Punkt. Uiuiuiui. Nee, gut. Da geht's nicht hoch. Neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Ja, ja. Ist ja gut, Junge. Ist ja gut. Wir haben's kapiert. Nein, schon wieder den da hinten. Was soll denn das, Ezio? Du machst mich fertig, Junge. Du machst mich fertig. Meine Fresse nochmal. Ist es so schwer, direkt den da drunter zu killen? Nein, du musst springen. Das war am weitesten entfernte Ziel killen. Weil das natürlich viel geiler rüberkommt. Ach, knutsch mir die Eier, ey. Langsam hab ich's echt satt. So, rüber hier mit dir, Schlampe. Wahrlich, ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Kletter! Mach hin, Ezio. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüder. Fuck! Und schon wieder springt er darüber und killt den da! Och Mann, Ezio, du kleine Schlampe!
ist das so schwer, das hinzubekommen? Meine Fresse, dass der immer irgend so ein Wichser da angreift, der völlig unrelevant ist. Ich habe schon überlegt, ich versuche jetzt einfach mal was anderes. Ja, schön aufs Maul kriegen. Ah, oh, das tut gut, sich so richtig schön verletzen hier. Darauf stehe ich. So, mal schauen, wie es hier... Ja, genau. Klar. Alter, das ist ja mal mehr als nur beschissen, da hochzukommen. Na, verpiss dich! Kleines nach Maggi stinkendes Mistvieh. Pissnecke, verrecke, zack. Och Mann, ihr kleinen Arschkriecher! Ja, ein nach dem anderen, zack, zack, zack. Ich muss da irgendwie einen anderen Weg rauffinden. Oh, verdammt, ich glaube, ich habe einen Plan. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Plan. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Okay, ich tauche durch Gras durch. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Dann sah ich das Übel des Mammons. Die Spalten, die er erzeugt. Ja, natürlich haben die mich dabei gesehen. Alter, wie ich die... Die würde ich sowas von fertig machen, ne? Wenn die da nicht wären. Das wäre überhaupt kein Problem, die alle wegzuficken. Okay. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Und jetzt haben sie mich. Ich sah sie als Schutzherrn an. Er ist das. War bevor der Prophet meine Augen öffnet. Okay. Ich habe nur geblinzelt und weg war er. Ja. Ich hab's halt drauf, Mädel. So. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Och man, natürlich sehen mich dabei wieder an. Oh Mann, das regt nicht so auf die Mission gerade! Das darf doch nicht wahr sein. Wieso kann ich den nicht einfach den Arsch aufreißen mit meinen Klingen? Nein, es muss passieren, ohne dass sie es mitbekommen. Ist ja nicht so, dass er 2 Sekunden später eh tot wäre. Das ist doch scheißegal. Boah, so eine Arschkrampe. Der stinkt voll nach Scheiße, der Kerl. Der regt mich richtig auf. Das dauert jetzt schon wieder ewig hier. Hat's was gebracht, Geld zu werfen? So, ich werde jetzt einfach das Boot Stück für Stück hier auseinandernehmen. Also die Soldaten einen nach dem anderen versuchen zu eliminieren. Na los.
Den kann ich nicht irgendwie mit dem Wurfmesser hier aus der hängenden Position abwerfen. Doch, kann ich. Geht wieder runter zum restlichen Pöbel. So, du Stinker. Nächstes Ziel. Sehr schön. Oh, Gottes Willen, war das knapp. Oh, das ist ja mal richtig nervig hier. Ganz ehrlich, die anderen konnte ich einfach abstechen. Und jetzt brauche ich hier eine halbe Ewigkeit, bis ich hier mal vorankomme. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergasse abwerfen. Haben wir uns schon mal Retter und Waren? Hat er nicht gesehen. So, da vorne sind noch zwei. Ich hoffe einfach mal, dass die das jetzt nicht mitbekommen. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr. Jawohl! Boah, da habe ich ihnen den Arsch aufgerissen! Gefistet habe ich die kleine Schwuchtel! Moah! Was habe ich getan? Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist. Mein Kopf ist klar. Requiescat in pace. So, haben wir endlich den Bonzen hier gekillt. Ja, ihr seid fett. Frechheit. Und tschüss. Ah, verdammt, schwerer Angriff, starker Angriff, meinte ich. Ha, ohne mich umzudrehen. Ey! Ey! Scheiß Pissnelke! Fick deine Mutter! Wo sind denn die anderen? Alle Leutnants töten. Nächster Leutnant. Also gehört Savona jetzt zum Heino hier zu dem Spanier oder nicht? Den Arzt? Okay, nee. Das ist ein Arzt direkt in der Nähe, aber ich will. Wartung. Etwa 5 Minuten, schätze ich. Etwa 5 Minuten, schätzt er. Habt ihr es gehört? Naja, nicht mein Problem. Genau, hier war es ja so scheiße hochzukommen. Ja, jetzt heißt es nochmal wieder, mal wieder, ein Stück laufen zum nächsten Ziel. Das ist jetzt wieder in einem anderen Gebiet, in einem etwas älteren Gebiet. Und dann haben wir schon mehr als die Hälfte. Naja. Runter hier, oder ich werfe dich. Das Betreten der Dächer ist verboten. Oh. Aber da ist ja eh einer in der Nähe, ein Heiler. Den können wir nutzen. So, jetzt heilen einmal. Jawohl. Die habe ich noch voll. Dann. Aber ich sage, Vorsorge ist die beste Heilung. Ja, ist was dran.